Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Hearts of Iron 4. Wo wir hier stehen geblieben sind, waren, ja, nachdem wir Russland irgendwann mal hier überfallen haben und eingenommen haben. Und ja, man sieht es ja, wir befinden uns immer noch im Krieg. Ich nehme das hier mal fix alles an. Die können mir ja ruhig, oh geil, Konvois schicken sie mir, zwei Stück. Unfassbar, warum so viele Konvois? Ich brauche keine Konvois. Hä? Okay, egal. Also, wir waren hier stehen geblieben und haben versucht oder sind gerade dabei, unsere ganzen Truppen Richtung Amerika zu verschiffen. Die sollten, glaube ich, hier unten hin, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ja, irgendwie schon. So dass wir dann Amerika einnehmen können. Gleichzeitig haben wir ein Problem, weil die Japaner meinen, ein bisschen rumstänkern zu müssen. Das ist das Problem, was ich hier im Moment noch sehe. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir das irgendwie ein bisschen ausgezögert. Dass wir uns dann nach den USA um die Amerikaner kümmern können. Das wäre ein Traum. Ansonsten sieht es eigentlich ganz lustig aus hier so. China fehlt halt noch komplett. Ja, hier ist noch so ein bisschen. Ach nee, der, ach so, der ist faschistisch, aber ist im Bündnis mit den Alliierten. Okay. Ah, jetzt ist die Frage. Wir müssen eigentlich nur. Nee, halt, wo sind denn die Alliierten? Auch mit dem bin ich gar nicht im Krieg, stimmt. Ja, also Amerika ist erstmal Hauptaugenmerk, würde ich sagen. So, was können wir hier? Können wir hier noch irgendwas noch machen? Das geht nicht. Aha. Das geht auch noch nicht, alles klar. Und ja, okay. Gut, nach wie vor Problem ist die Mannstärke. Die ist wirklich ein Problem. So, was haben wir hier? Hier müssen wir einfach noch ein bisschen was produzieren. Das können wir aber nebenbei mal mitlaufen lassen. So, Total War. Haben wir. Was machen wir denn als nächstes? Das ist ja alles jetzt erstmal hier. Ja, das sind ein paar Boni, die können wir noch. Können wir uns irgendwann noch holen. Das ist eigentlich auch schon vorbei hier. Influence Pro Seal ist wahrscheinlich nimmer so möglich. Wir können es trotzdem mal machen. Wir machen das jetzt einfach mal. So, dann haben wir hier eine neue Division. Also 11 Divisionen. Moment, was ist deine Aufgabe? Ach so, Richtung Dänemark. Ja, das kann ich doch nur unterstützen. Okay, euch müssen wir hier mal noch mit zuweisen. Dass ihr mal noch mit darüber kommt. So. Das kann jetzt ein Stück dauern, ehe die alle da sind. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. So. Hier geht's weiter. Was haben wir hier? Ja, ist mir eigentlich relativ Wurst. Wir haben von einem genug. So, wie sieht's denn hier aus? Was habt ihr denn? 119 bis 272. Das ist natürlich nicht schlecht. Republic of Marokko. Das ist gut, dass sie kapituliert haben. Spanish State. Ach ja, die hatten wir auch. Also die hat man nicht eingenommen. Aber die waren ja an der Komintern und da haben wir die ja dann platt gemacht. Warum haben wir eigentlich so eine blöde Stabilität, wenn wir im Krieg sind, oder was? Promote Hans von. Okay. Ja. Das können wir auch mal mitmachen.
Ja. Improved Worker. Ja, egal. So. Was ist das jetzt für ein neuer General? Gucken wir mal kurz. Wie hieß er überhaupt? Keine Ahnung. Er? Nee, ne? Ferdinand Schirner. Der ist eigentlich auch relativ gut. Den können wir eigentlich mal anstatt ihm hier nehmen. Wo ist er denn jetzt hin? Hier ist er. So, wo war jetzt der neue? Ist der bestimmt ganz unten, oder was? Nee. Man müsste es halt erst immer lesen, ne? Bevor man es dann richtig macht. Friedrich Paulus. Tatsächlich auch 3 Angriff. Aber das haben ja viele hier. Okay. Ach so, hier. Das dauert noch. Hans von Luck. So. Naval Invasion. Ja, sollen sie mal machen. Bringt ihnen eh nichts. So, ja, hier könnt ihr euch eh schenken. So, seid ihr mittlerweile alle da? Fast, ne? Fast. So, dann fehlt ihr noch. Ihr kommt aber da schon. Und dann müssen wir halt mal schauen. Halt. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier freie freie Zivilfabriken. Das geht natürlich überhaupt nicht. Dann pflastern wir hier einfach alles mal zu. Einmal noch ein bisschen Platz hier in Russland. Das ist ja das Gute. So, okay. Wer will denn hier schon wieder Krieg gegen uns führen? Die Griechen, als ob. So, und wie sieht's hier aus? Joa. Geht schon. Wir halten sie zumindest ein bisschen zurück. Okay. So, wo bleiben sie denn hier unten? Da kommen sie. Hier machen wir noch einen Panzerexperten draus. Und hier haben wir wieder eine Truppe zum Verteidigen. Free India Axis. Ein Traum. Reichskommissariat. Schön. Wollt ihr uns noch was schicken? Nee, ne? Schon klar. Schade. Ihr wollt uns was schicken. Wow, 10.000. Unfassbar. Italien. 120.000. Fein, fein. Solomon Sea, Naval Invasion. Was hier oder was? Anscheinend. Ja, okay, lassen wir mal machen. So, was brauchen wir denn noch Schönes? Motorisiert brauchen wir noch ein bisschen. Oh, wir brauchen wieder Stahl, sehe ich gerade. Hier können wir einmal noch mit zupflastern. Stahl. Was soll der Geiz? So, hier haben wir noch ein paar Spanier, die uns unterstützen wollen. Sehr schön. Und noch. Was ist das? Eine indische Division. Okay. Und noch ein Engländer. Sehr schön. Das läuft, das läuft. Was ist hier?
Okay, die Engländer nehmen schon mal ein. Die fangen schon mal an. Anscheinend. Oder die verteidigen, je nachdem. Wow, jetzt werfen sie aber die Vision raus. Alter. Krass. Wen nehmen wir denn jetzt mal hier? Wo ist denn der neue? Gibt's den schon? Nee. Gibt's noch nicht. Okay. Ist eigentlich egal. So, du kannst mit verteidigen. Macht ihr das jetzt? Ja, macht doch schon, ne? Ja. So. 1942. Rocket Artillery wäre natürlich auch noch was, was wir machen könnten. Den neuen Panther. King Tiger. Königstiger. Ja, ich würde ja gern hier mal da gucken, was ich hier noch so machen kann. Aber das stört hier alles ein bisschen. So. Machen wir erstmal das. Oder, nee, wir machen erstmal die Raketen. Natürlich machen wir die Raketen. Gar keine Frage. So, seid ihr langsam da? Ja, da kommt er doch. Sehr schön. Da sind sie doch alle. So, wir sind im Krieg. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ja, machen wir hier weiter. Egal, irgendwas. Irgendwas. So, dann müssen wir nämlich die mit reinziehen. Und auch die Mexikaner. Ach, die wollen, die werden nicht akzeptieren. Ja, fein. Damit hat sich das mit dem Zwei-Fronten-Krieg auch gleich erledigt. So. Wieder den nächsten freien Zivilfabriken. Ey, es ist ja unfassbar. So. Dann machen wir mal das. Keine Ahnung. Einmal zupflastern. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal Call to Arms. Irgendwie beide einfach. Und euch, ihr lasst euch nicht überzeugen, ne? Hm, ich mir schon gedacht. Dann schauen wir mal, ob das was wird. So. Was haben wir hier unten eigentlich noch? Die ganzen Special Forces. Können wir eigentlich auch mal machen. Was haben wir hier noch? Support Rocket Artillery Soft Attack. Division Speed plus 7. Oh. Das wäre schon nicht schlecht. So. Auf geht's. Schauen wir mal. Dürfte eigentlich kein großes Problem werden. Warum ich würde ihre ganzen Truppen haben. Ach, jetzt ziehen sie alle von oben nach unten, oder was? Ah, oh, das nehmen sie nicht an. Da wollen sie nicht mitmachen. Da wollen sie nicht mitmachen, die Mexikaner. Ach, doch. Hä? Nee, doch nicht. Doch, schon. Jetzt hat's geklappt. Sehr gut.
Japan wird halt echt noch ein Problem, ne? Das wird echt noch ein Problem. So, hier sind wir zu früh. Achso, hier kann ich nur eins von beiden auswählen. Factory Output plus 10. Und was haben wir hier? Ach so, okay. Was haben wir da? Ne, wir nehmen den Factory Output. Machen wir jetzt gleich. So, die Spanier schicken wieder Divisionen. Das freut mich. Das sieht doch gut aus. 400.000 Verluste. Die werden jetzt so langsam aufgefressen. Oh, einfach mal 10 Divisionen, 11 Divisionen eingekesselt hier. Ein Traum. Hier kümmert sich anscheinend niemand drum. Wir stoßen halt von Osten rein. Ja, nicht, dass wir dann irgendwie hier wieder zurückkommen, aber ich denke mal nicht. Hier stehen ja irgendwelche Truppen. Von Griechenland und so. Oh. Bürgerkrieg. Bürgerkrieg in Griechenland. Das ist aber nicht schön. Die Demokraten kommen zurück. Schauen wir mal. Jetzt treten sie natürlich gleich dem Bündnis bei. Aber dürfte eigentlich keine große Aktion werden hier, oder? Schauen wir mal. So, was haben wir jetzt hier? Also, wir haben einmal 10 neue Panzerdivisionen. Da nehme ich mal 5 und gebe sie mal ihm. Und die anderen 5, die teilen wir irgendwie noch ein bisschen. Oh, er hat aber viele verloren. Oder? Hat er viele verloren oder hat er nur so wenig gehabt? Gute Frage. So, ihr könnt auch mit verteidigen. Um Griechenland kümmern wir uns dann später. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier in Amerika schön durchrutschen können. Hellenic Civil War. Fall von New York. Sehr schön. Das läuft ja wie geschmiert. Cuban-German War. American-German War und American-German War 2. Interessant. Und die Griechen kriegen tatsächlich ein bisschen auf die Fresse hier. Aber das machen wir dann. Das geht dann los. So. Noch ein paar Medium Tanks oder eigentlich auch ein paar Heavy noch. So. Da können wir eigentlich mal mittlere Panzer. Da machen wir jetzt einfach mal Schwere draus. Heavy, Heavy. Heavy, heavy, heavy. So. Alter. Nein! Ah, fuck. Das war jetzt dumm. Das war jetzt dumm, weil das einfach dumm war. Zurück, 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 zurück. Zurück, zurück, zurück. Das war jetzt sehr dumm.
Haben jetzt alles mittlere, ja. Hier können wir mal noch einen. Ach nee, wir haben eine 20er Weide, das passt. Ich wollte das eigentlich nur duplizieren. So nämlich. Machen wir jetzt mal schwere Panzer. Und dann machen wir das Ganze nochmal, weil es so schön war. Heavy, 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 heavy. So. Das können wir jetzt speichern und dann können wir hier loslegen. Machen wir gleich mal 20. Was soll der Geiz? Halt, 20. So. Irgendwo hier. So, was machen wir jetzt? Problem of the Steelworks. Reichswerke Hermann Göring. Military Factory Construction Speed plus 5%. Ist eigentlich egal. Resource Gain Effi. Machen wir das. So. Weiter geht's. Na, wie weit braucht er? Also wie lang seid ihr denn hier noch da? Gar nicht mehr weit. Sehr gut. Washington haben wir auch gleich. Hier sieht alles gut aus. Ja. Das ist irgendwie nicht so. Als ob das kommunistische China jetzt hier Chaplin sees in California. Krass. Now he's going to be sent into Berlin, where Adolf Hitler will finally get to meet his hero. Oh mein Gott. Also, die Chinesen. Fall von Washington. Was ist hier? So, was machen wir jetzt? 1942 haben wir immer noch. Wir haben immer noch 1942. Boah, das können wir schon mal machen. Easy peasy. Nehmen wir das Stück noch ein. Was ist denn die neue Hauptstadt? Gibt es denn eine neue Hauptstadt? Ja, Houston. Houston ist die neue Hauptstadt. .000 Verluste, 1,18 Millionen Verluste. Boah. Tja, so ist das. So. Easy peasy. Was ist hier oben eigentlich? Ach, egal. Lass es machen. Sollen sie da oben ein bisschen was einnehmen? Ist mir eigentlich relativ egal. Solange da oben niemand kapituliert, aber das ist erstmal nicht der Fall. So, jetzt kommt es auch ein bisschen zum Stocken, zumindest hier auf der linken Seite. Aber wenn wir Houston noch einnehmen könnten, wäre eigentlich schön. Es hat eine riesige Front, ne? Aber hier ist so gut wie gar keine Gegenwehr mehr. Hier ist eigentlich überhaupt keine Gegenwehr mehr. Ein paar vereinzelte, versprengte Truppen. Was machen die Griechen? Sie halten sich noch mit Hilfe der Italiener.
Okay. Und das war's für die United States of America. Würde ich sagen, tun wir erstmal hier ein bisschen passen. Und dann machen wir hier mal eine kleine Puppet draus. Dasselbe für Costa Rica, die Philippinen, Kuba und Haiti. Dankeschön. Sehr schön. Access. Sehr schön. So. Damit haben wir auch Amerika. What is here? With Brazil. Kann ich hier eurem Krieg beitreten? Ja, ne? Eigentlich schon. Die wollen doch die ganze Zeit, dass ich beitrete, oder? Okay, dann würde ich sagen, schick mal halt mal ein paar Divisionen hier runter. Und gucken mal, ob wir das hinkriegen. Und ihr, was mache ich mit euch? Wir müssen eigentlich hier hinten mal noch ein bisschen aufräumen. Das wird aber gar nicht so einfach, weil wir erstmal auf diese Mistinsel hier kommen müssen. Aber ihr könnt euch ja mal hier irgendwie so ein bisschen aufstellen. So, was haben wir hier noch? Okay. Neue Divisionen. 14 an der Zahl. Machen wir mal so. Und die anderen 7, wo packe ich die mal noch mit hin? Füllen wir halt einfach hier mal mit auf. Sind es noch 3 und die kommen hier noch mit dazu. So, was machen wir mit dir? Dich stellen wir mal mit hier runter. Und dann hat jeder was zu tun. Erstmal, bis auf, was ist das? Ja. Ach, wir haben ja noch ein paar Divisionen rumstehen, sehe ich gerade. Die nichts zu tun haben. Ja, krass. Dann machen wir das jetzt mal anders. Dann machen wir das mal so. Und zwar machen wir das jetzt wie folgt. Wie sieht es denn bei euch aus? 10 bis 37 Divisionen. Okay. Dann machen wir das jetzt mal so. Und so. Und du kriegst einen Feldmarschall namens Himmler. Und dann. Obwohl, nee. Ah, nee, das geht nicht. Egal, lass uns erstmal so. Und du stellst dich mal hier hin. So. Dann haben wir hier noch ein paar mini-versprengte Truppen überall. Sehr gut. Dann gucken wir mal, dass wir die Skandinavier noch irgendwie mit rausnehmen können. Die Türken, was ist mit denen? Die sind ab bei uns. French State. Sind auch bei uns mit drin. Das ist aber schön. Ach, die sind auch in diesem Krieg mit drin. Sehr gut, dann machen wir das dann so. Was haben die eigentlich so zu tun hier? Nicht so viel. A nation reborn. And to the occupation. Oh. Das heißt, dass die dann, wenn die diesen ganzen Pfad hier runtergegangen sind, wahrscheinlich wieder frei wären. Also wir bekommen es wahrscheinlich nochmal irgendwann mit den Franzosen zu tun. Oh, wir brauchen Stahl. Nicht schön. Aber wir haben ja genug. So, gib ihm mehr Stahl. Nee, halt, haben wir noch was? Ja, ach, ach, ach.
Hallihallo. Turkey können wir ja auch noch. Also Ressourcen haben wir genug. Würde ich sagen, so seid ihr schon da. Was war eure Aufgabe, da hochgehen, ne? Wer hat jetzt gewonnen? Unsere. Sehr schön. Dann haben wir hier wieder Leute, die nichts zu tun haben. Dann könnt ihr mal noch mit zu ihm hier. Halt. Was? Es ist aber schon. Das verstehe ich jetzt nicht. Ne, passt schon. So. Okay. So, ihr seid bestimmt auf dem Weg nach, genau, nach Russland. Sehr gut. Ihr seid auch irgendwo hin auf dem Weg. Und hier haben wir jetzt noch irgendwelche, was auch immer. Krieg Civil War is over. Sehr schön. So, liebes Amerika, möchtest du mir ein bisschen Mannstärke schicken? Ja, das ist fein. Vielen Dank. Vielen Dank. So, was haben wir hier noch? Was haben wir jetzt eigentlich noch hier? Japanese German War. Das sind eigentlich nur die Japaner noch. Und was ist hier? Ihr seid im Bündnis mit irgendwelchen Ministaaten. Ich hoffe mal. Ja, es ist halt wirklich nur Brasilien, die wir rausnehmen müssen. Die im Übrigen auch schon bald raus sind, weil so viel ist nicht mehr übrig. Russian Far East. Ja. Ist mir ehrlich gesagt relativ Wurst. So, was ist hier jetzt? Keine Ahnung. Es wird langsam etwas unübersichtlich. Aber nur ganz langsam. Alter. Unfassbar. Das ist so krass. Das ist so krass. Okay, wir brauchen mehr Chrom. Ist das Chrom? Ja, ne? Ach so, halt. Wir haben ja wieder freie Bauplätze hier. Überhaupt noch Sinn, hier so viel zu bauen eigentlich. Achso, das ist bei den Spaniern, sehe ich gerade. Einfach hier was reinschmeißen. So, okay. So, ihr verteilt euch alle noch schön. Sehr gut, dann würde ich sagen, America, was ist das hier? Republic of Guatemala, dann die sollen mal kommen. Die sollen mal kommen. Die kriegen wir gerade noch so hin. Repräsentanten beim Alliance with Spain haben wir schon, aber danke. Zweimal Research Bonus für Light Aircraft, Medium Aircraft und Heavy Aircraft. Ja. Erstmal das zusätzliche Forschungsteam noch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge wieder, weil mal sehen, wie viele Folgen noch kommen werden. So viel ist ja nimmer. Wir haben ja noch das Skandinavien, wir haben ja noch Island. Was ist das? Dänemark? Island? Okay. Dann haben wir hier halt das ganze Gespräch noch. Hier haben wir noch ein bisschen was in
im Orient, sage ich jetzt mal. Arabischen Raum. Liberia ist hier noch einzeln. Das hier in der Mitte, ja, gut. Die sind irgendwie im Krieg, keine Ahnung. Das sind die Alliierten. Brasilien, Argentinien. Die sind doch eigentlich auch faschistisch. Warum wollen denn die nicht mit zu uns kommen? Können wir eigentlich mal so machen. Okay, dann würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.